wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir haben es kurz nach 7:30 und wir wandern zum Strand, weil A, ist es gerade nicht so ganz windig. Genau. Und heute ist ja Muttertag und da wollen wir noch was vorbereiten. Weil wenn man schon am Strand ist, kann man ja auch mal was Besonderes für die Muttis machen. Haben wir ja davon zwei. Jeder hat zwei Muttis. Genau. Wird jeder hat zwei? Ja, stimmt. Ich habe eine Mutti und eine Schwiegermutti. Du hast auch eine Mutti und eine Schwiegermutti. Richtig. Also haben wir zwei Muttis. Wir sind gut gesegnet. Hinter den Wolken, aber sie war heute Morgen schon da. Und ja, wir haben jetzt gerade etwas in den Schnee. Ich war gerade in den Schnee gezaubert. Nee, es ist Sand. Und hinter mir. Ja, das ist das Problem. Moment. Haben wir immer wieder größere, kleinere Schiffe. Das kommt daher, dass auf dieser Landzunge dort rechts rein geht es nach Antwerpen. Also man hat hier schon echt auch am Strand tolle Schifffahrtserlebnisse. So. Stefan versucht jetzt noch die Drohne zu steigern, weil wir wollen natürlich das als Bild von oben haben und das schicken wir dann unseren Müttern und natürlich wünschen wir allen Müttern auf dieser Welt einen schönen Muttertag, auch wenn das Video lange später erst kommt. Stefan schmeißt Handy runter, weil er nichts Besseres zu tun hat. Und ist am Läppi. Denn nochmal zu euch zur Information, wann haben wir denn dieses Video gedreht? Das ist am 12. Mai 2019. Es ist Muttertag. Und da haben wir natürlich was vorbereitet für unsere lieben Muttis. Und ja, das haben sie auch schon jetzt bekommen, in der Zeit, wo ich das Video drehe. Und ja, wir wollen langsam aber sicher dann uns fertig machen, weil man sieht, die Haare sind noch nicht gemacht. Wir waren noch immer nicht unter der Dusche. Das machen wir nämlich jetzt gleich, dass wir frisch, fromm, fröhlich werden. Und dann haben wir heute noch einiges vor. Das Wetter bessert sich langsam. Es sind zwar noch viele Wolken da, aber das ist uns relativ egal. Selbst der kleine Schauer, der gerade kam, hat uns überhaupt nicht interessiert, weil da haben wir gefrühstückt. Und wenn wir frühstücken, interessiert uns das Wetter mal überhaupt gar nicht. Ja, zum draußen frühstücken ist eh noch ein bisschen kalt. Also von daher, ja, hier drin ist schon angenehmer mit der Sonne. Genau. Und dann haben wir heute noch was vor. Wir wollen noch wegfahren hier in der Gegend, wollen uns was anschauen. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Wohin es geht, verraten wir euch erst später. Frisch, fromm, fröhlich. Und wenn ich die Hose hochziehen würde, wären wir sogar kniefrei. Aber da ist das Wetter noch nicht so. Es ist noch immer kein Sommer. Ja, also es ist wolkenverhangen, aber... Ja, ein paar Wolken. Aber es ist auch schon immer wieder schön. Genau, es wird auch schön, das haben wir schon gesehen. Wir werden langsam aber sicher hier ein bisschen zusammenräumen, weil wir ja noch wohin wollen. Wir wollen uns auch mal die Gegend anschauen, also nicht nur den Strand, sondern was gibt es hier in der Nähe. Und wer auf der Campingcard oder auf der Landkarte mal geguckt hat, wo Gröde ist, könnte vielleicht auch ahnen, wo wir vielleicht hinfahren könnten. Wenn ihr unseren Kanal schon gut abonniert habt und natürlich geschaut habt, was mögen die Leute da. So, der Kameramann, das Kamerakind, möchte das irgendwas noch sagen oder möchte er jetzt einfach nur noch aufhören, damit wir loslegen können? Aufräumen, aufhören und losfahren. Das Kamerakind hat gesprochen, also ja, sagt der Regisseur,
oder wie das Ding auch heißt, der Regie führt. Klappe, Ende, aus. Wir grüßen euch aus Seebrügge, sprich den Hafen von Brügge. Und hier ist es echt, man muss sogar sagen, schön, wie sie es hier gemacht haben. Da zeigen wir euch die Marina, den Hafen. Wie Stefan eben gerade meinte, für die verunglückten Seeleute das Kreuz. Und ich habe jetzt den Vorteil. Ich kann leider nicht so ganz vorgehen, weil hier ist eine nette Sitzgarnitur und die hält auch mir gerade den Wind weg. Weil wenn ich nur ein paar, ich glaube jetzt 3 Meter nach vorne gehe, dann haben wir schon Wind. Ja, wie in Hamburg auch, das kennt man. Man sieht Container, Container, Container. Ein Stefan, Container, Container, Container. Ein Denkmal hier der englischen Marine. Ja, das der Problem. Royal Marine, ja, genau. Das da oder was? Genau, die am 23. April 1918 hier ihren Dienst sozusagen der deutschen Kämpfertruppen also entgegengesetzt sind sozusagen. Aha. Steht alles zwar in Englisch, aber man kann es ja übersetzen. Ich bin ja froh, dass es in Englisch steht und nicht in Belgisch. Oder irgendwas, das kennt ich nicht. Ja, dann hätten wir, obwohl Belgisch hätten wir vielleicht einigermaßen erkennen können, weil Belgisch auch, kommt drauf an, wo, wenn es ein bisschen flämisch ja. ist, ja, 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 kann man es auch erkennen. Ja, da haben wir eine P&O, eine Fähre, die wird wahrscheinlich immer gegen England gehen. Ja, genau, das, wir sind ja noch im Kanal, sozusagen, in diesem englischen, nee, wie heißt das? Ärmelkanal. Ärmelkanal, genau. Im englischen Kanal. Ja, genau. Der englische Kanal, das ist der Arsch von Prinz Harry. Ah ja, das mag sein. Keine Ahnung. So, da hinten sieht man auch noch ein paar, ich würde sogar sagen, dass das Bullis sind. VW-Transporter ja, da ja, hinten. Ja. Ja, hier ist ja irgendwo dieser Fährhafen auch irgendwie, wo diese ganzen Transporte der PKWs laufen. Ja, da versuchen wir ja noch hinzukommen irgendwie, dass man da, man kommt ja anderweitig, wir hätten geradeaus weiterfahren müssen. Dann ja, 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 aber so haben wir hier auch was Schönes entdeckt, wo man hier mal in Ruhe stehen kann und mal es hier genießen kann. Genau, so, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein, wir suchen uns einen weiteren Spot, vielleicht finden wir auch mal was. Genau. So, meine lieben Leute, ihr seht da, da sind Straßen am Horizont. Ja. Wer fliegen kann, sollte das jetzt tun. Und warum tun sie das? Weil lustigerweise, lustigerweise kommt denn da nämlich die Horizon Air Highway. Also wer zum Horizont? Das ist hier so eine riesige Schleuse, eine überdimensionierte Schleuse. Hier gibt die eine Seite geht hoch, dann wird der Verkehr auf die andere Seite übergeleitet und in der Mitte ist dann sozusagen, da fliegt der Marcel jetzt mal rüber, da ist die Schleuse und da wird das Schiff dann hochgehoben oder abgesenkt, ich weiß es nicht so genau. Wir wollen uns das jetzt einfach mal genauer anschauen. Genau, also und sie wird aber mit einem Schlepper, das sehen wir schon. Genau, den Schlepper kann man schon sehen. Zumindest ist der obere Teil vom Schlepper. Genau, aber wir werden jetzt nicht hier reden, wir werden das jetzt einfach mal filmen. Und wenn es geklappt hat, dann gibt es auch einen Schnelldurchlauf mit der Action Cam.
So, wir haben mal ein bisschen recherchiert, wo dieses Klopperding, man sieht das K dazwischen, herkommt. Genau. Ja, kommt aus Bremerhaven. Hat einen Tag gebraucht. Genau. Das heißt, die ganzen deutschen Autos werden da verladen in Bremerhaven. Die gehen dann hierher, werden wahrscheinlich hier zwischengeparkt und dann werden sie weiter verschifft. Vielleicht ein Teil bleibt auch hier, mag auch sein. Beziehungsweise vielleicht geht das Schiff auch noch weiter und ach so, muss ja noch vielleicht zugeladen. Das kann auch zugeladen. Sein. Auf jeden Fall. Das hat schon was, wenn man jetzt mal auch da guckt. Also das sind mal nicht kleine Brücken. Ne? Nee, definitiv nicht. Und die brauchen auch eine Weile, bis sie wieder runter sind. Deshalb werden wir jetzt uns ganz schnell beeilen, denn wir wollen jetzt natürlich, wenn wir schon in Seebrügge sind, uns auch mal Brügge anschauen. Sollen wir einigermaßen schöne Altstadt haben, wir lassen uns mal überraschen und nehmen euch natürlich mit. Wie immer, bis dann. Willkommen in Brügge. Ja. Und falls die Musik dann darunter hören, das sind nicht wir, sondern hier scheint ein Marathon oder irgendwie sowas. Sowas in der Art stattzufinden. Ja, und da ist das Ende, wo die Musik kommt. Ja. Oder der Start oder der Mittellauf, weil auf jeden Fall kriegt man 100 Meter Wasser. Auf jeden Fall stehen wir direkt am Wasser. Genau. Und wenn ich jetzt so mache? Na. Dann lande ich im Wasser, das wollen wir ja nicht. Genau, ne? Das würde ich auch nicht tun. Nein. So, wir wollen uns jetzt ein bisschen die Stadt anschauen. Sehr und schön, so der erste Eindruck. Genau, also ich mache mal hier so einen kleinen Schwenk. Also, gefällt uns. Ja. Ja, dann schauen wir mal, was wir so zu sehen bekommen. Und melden uns gegebenenfalls entweder vom Auto wieder oder irgendwo in der Stadt. Wir werden es mal sehen. Genau, bis dann. Ich würde sagen, sowas ähnliches wie ein Rathaus gefunden oder sowas. Genau kann ich es nicht sagen. Das weiß ich nicht genau. Das müsste man später mal nachgucken. Wir googeln es und werden es jetzt einblenden. Und wieder ausblenden. Naja, wie auch immer. Kann auch sein, dass hier ein völliger Schwachsinn da ist, aber ihr kennt das ja schon anders. Ja, sehr interessant, ja. Sehr voll hier. Hinter uns ist direkt auch die Laufstrecke. Genau. Mal gucken, doch in die Richtung sieht man das ein bisschen mehr. Dann alles etwas abgesperrt. Genau. Für die ganzen Irren. Ja, und wir. Aber sehr, sehr schön hier. Also absolut. Die Gebäude sind ganz toll. Wirklich. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die 2 Euro da zu investieren, die wir jetzt für Parkgebühren bezahlt haben. Ja, definitiv. So, wir schauen uns weiter um. Und wie gesagt, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Also, ich glaube, wir haben jetzt das Rathaus gefunden. Das ist genau andersrum. Marcel filmt mal einmal quer rüber. Es wird hier eins prachtvoller als das andere, ehrlich gesagt. Ein riesengroßer Turm. Ja, Salvador Dali, keine Ahnung. Sehr, sehr schön. Na, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, weil da gerade die Sonne ist. Aber Wahnsinn. Macht die Augen auf, dann seht das auch. Genau. Sehr, sehr schön. So, einmal rundherum und wieder in die Richtung. Da ist eine Blaskapelle, die sich jetzt Gott sei Dank ausruht. Denn hier, ja, hier geht es gleich los mit irgendeinem Rennen halt. Das sieht sehr skottisch. Ist das mitgekriegt? Das sind Schotten. Ach nee. Zumindest haben sie hier eine schottische Flagge. Und sie sehen auch ein bisschen aus, oder, nee, Quebec, Kanada, sehen da aus wie, Kanadier. Wer ist denn die Mounties? Keine Ahnung, ich glaube, da fehlt mir ein bisschen das Kulturwissen. Nee, ich glaube, das aber das kann man ja mal alles nachgoogeln. Das werden wir alles googeln, was da was denn hier so eigentlich stattgefunden hat. Das ist ja doch auch interessant, dann irgendwann mal zu wissen. Genau. Aber es ist irgendwie schon hier witzig. Bisschen Trubelhubel und, ja, macht schon Spaß. So, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Seid für Heiterkeit bereit? Ja. Wo habe ich den Spruch hergeklaut? Ich weiß aber gerade nicht. Oh. Keine Ahnung, ist egal. Bugs Bunny, das war Bugs Bunny. Wir werden jetzt den Trubel entgehen und werden jetzt
zu unserem Bulli und dann wieder zurück zu unserem Campingplatz nach Gröde. Wer in Gröde ist, fahrt nach Brügge. Es lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Sehr schön hier. Wir sind wieder auf unserem Platz angekommen. Schönes Wetter. Genau. Da sind die Stühle. Denn wir wollen nachher auf jeden Fall noch grillen. Das ist unser Plan für heute noch. Genau. Aber vorher wollen wir uns mal gucken. Hier gibt es angeblich Softeis. Ja, du stehst ja so auf Softeis. Also werden wir mal da hingucken. Ich nehme natürlich auch eins, ist ja klar. Also ich habe dänisches Softeis schon gegessen und ich habe deutsches und ostdeutsches Softeis. Ja, gut. Holländisches Softeis oder was niederländisches habe ich noch nicht gegessen. Na, dann testen wir das mal. Genau. Und wir geben euch dann Feedback, wie es geschmeckt hat. Genau. Sind zurück vom Eisessen. Stefan ist noch mal kurz ums Eck. Also, wenn man so ein Ranking hat, muss ich immer sagen, das Osteis und das Eis aus Rügen. Also Rügen ist ja Osten und auch, dann nennt sich das Rostock, eindeutig Platz 1, Platz 2, lustigerweise das McDonalds-Eis vom Hamburger Flughafen. Und das Eis, naja, man kann es essen, aber ich würde es mir auch jetzt so schnell nicht nochmal kaufen. Ja, und schon ist er wieder da, vom Eck. Ja, wir setzen uns jetzt hin, machen irgendetwas, was genau wissen wir noch gar nicht. Vielleicht einfach mal ein bisschen kurz relaxen und die Sonne genießen. Genau. Sieht ja genauso, also machen wir das. Ich habe mir mal eine Mütze aufgesetzt und die Sonnenbrille drüber, damit man die Werbung nicht sehen kann, die wir andauernd haben. Und wir laufen jetzt nochmal über den Platz. Wir wollen den Platz nochmal erkunden sozusagen. So, genau, wollen wir erkunden und mal schauen, ob wir noch was entdecken, was wir bisher nicht kannten. Also, folgt uns einfach mal und wie gesagt, wenn der Ton nachher nicht so richtig ist, wir synchronisieren alles nach. Und jetzt sind wir wieder zurück. Und falls jemand vergessen sollte, wie unser Kanal heißt, da zeigen wir es nochmal. Es ist, keine Ahnung wie spät, halb acht, halb sechs? Es ist jetzt genau halb sechs. Halb sechs, Zeit für ein schönes... Uns plagt der Hunger. Genau, mir plagt der Hunger mehr, glaube ich, als Stefan, weil ja, er nichts gesagt hat, aber es wird Zeit. Und zu diesem leckeren Essen, da hinten müssten Würstchen, da muss ich aufstehen, weil das Knie im Weg ist. Entschuldigung. Da sind Würstchen, da ist Brot, hinter mir ist Fleisch drin, da drin. Ja, und dazu gibt es natürlich lecker Wein von unserem Lieblingswinzer, der muss einfach sein. Und ja, der weiße für mich, der rote für Stefan. Und ich glaube, da können wir fast liebe Grüße an Iris und Uwe ausrichten, weil da haben wir das irgendwie auch schon mal gesehen. Ja, einer trinkt rot, einer trinkt weiß. Genau. Ja, wir lassen es uns schmecken. Das Endergebnis werden wir per Fotos wieder fertig machen. Das könnt ihr dann auf unserem Instagram-Account nachvollziehen. Ja, wir lassen uns schmecken und sagen einen guten Hunger und einen guten Durst. Prost. Prost. Auch das gehört natürlich dazu, der Abwasch inklusive Grill. Meine Aufgabe ist das hier, mit dem Handtuch nach Dingsbums zu wedeln. Ich gebe auf, ich gebe auf. Genau. Der Dicke muss den Bauch erst einziehen, jetzt geht's los. Frechheit ist das. Das werde ich schneiden. Nein. So, was soll man sagen? Tag 3 neigt sich dem Ende zu. Es war ein richtig toller Tag. Wir haben viel erlebt. Wir haben euch ja mitgenommen. Ja, und wir wollen jetzt noch einen Film gucken und uns dann langsam Bettchen fertig machen. Und ja. Dann sehen wir uns morgen wieder oder in der nächsten Folge oder wann auch immer. Liken, teilen, abonnieren. Das wisst ihr ja, das kennt ihr schon. Brauchen wir nicht weiter ausgehen. Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Folge oder den nächsten Tag. Seid gespannt.